Nun ist es soweit. Wien bekommt ein permanentes Erinnerungszeichen, ein Denkmal, um der Opfer nationalsozialistischer Verfolgung von Homosexualität zu erinnern. Die Forderung für ein permanentes Erinnerungszeichen stellte die LGBTI-Community bereits in den 1990er Jahren. Jahre später, erst 2005, begann die Stadt Wien das Projekt anzugehen. Nach einigen Umwegen und Pausen wurde nun im Juni 2020, exakt 15 Jahre später ist das, der Siegerentwurf für das Erinnerungszeichen gekürt. In meinem Vortrag beleuchte ich heute die Entstehungsgeschichte dieses Denkmals. Hierbei stelle ich mir folgende Fragen. Wozu wird im Jahr 2020 eigentlich noch ein NS-Denkmal errichtet? Und welche Erinnerungszwecke soll es erfüllen und wie haben sich diese in den letzten Jahren verändert? Um das Ganze zu tun, werde ich zunächst 5 idealtypische Erinnerungszwecke von Erinnerungszeichen von Jan-Holger Kirsch vorstellen. Danach gehe ich auf die Chronologie der Errichtung des Denkmals in Wien ein, wobei ich hierbei die verschiedenen Erinnerungszwecke in den einzelnen Phasen und wie sich diese dann auch immer wieder verändert haben, diskutiere. Als Grundlage dieses Vortrags dienen mir Presseaussendungen, Transkripte der politischen Reden, die Jurybegründungen der Entwürfe, die Regierungsübereinkommen der Stadt Wien und die Transkripte der Paneldiskussionen einer Fachtagung, in der zentrale Vertreter und Vertreterinnen der LGBTI-Vereine und Organisationen ihre Wünsche für das Denkmal vorgetragen haben. Um das ganze Material zu analysieren, habe ich mit der historischen Diskursanalyse von Ruth Wodak gearbeitet. Wozu werden Denkmäler jetzt eigentlich errichtet? In seinem Buch Nationaler Mythos oder historische Trauer untersucht Jan-Holger Kirsch den Diskurs über die Errichtung des Denkmals für die ermordeten Juden Europas. Das steht in Berlin. Hierbei geht er der grundsätzlichen Frage nach, welche Gründe es 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gibt, ein Erinnerungszeichen zu errichten. Und angelehnt an Aleida Assmann definiert er nachher 5 idealtypische Dimensionen von Erinnerungszwecken. Das wäre erstens Erinnern als Akt der Pietät, zweitens Erinnern als Akt der Prävention, drittens Erinnern als Anerkennung von politischer Schuld, viertens Erinnern als Reflexion eines gesellschaftlichen Lernfortschrittes und fünftens Erinnern als intergenerationelle Tradierung. Heute gehe ich auf die ersten Dimensionen kurz ein und deswegen werde ich diese jetzt erläutern. Die Dimension Erinnern als Akt der Pietät tritt zutage, wenn Erinnerungszeichen als symbolische Grabstätten erbaut werden, also um der Opfer zu gedenken. Die Dimension Erinnern als Akt der Prävention ist bei Erinnerungszeichen zu finden, die auf heutige Ungerechtigkeiten aufmerksam machen sollen. Also es wird erinnert im Sinne eines Lernens aus der Geschichte. Die Dimension Erinnern als Anerkennung von politischer Schuld bezieht sich auf Mahnmäler, die an Verbrechen und an die Taten und an die Täterinnen erinnern sollen, auch um die eigene Schuld sichtbar zu machen. Hier besteht allerdings auch die Gefahr eines sogenannten Erlösungsgedankens, wenn das Erinnerungszeichen zu einem leeren Symbol wird, zum Beispiel zu einer Form wie ein Schlussstrich oder in Worten des Sozialwissenschaftlers James E. Young zu Chiffren des Vergessens. Alle diese Dimensionen, die ich jetzt kurz erklärt habe, die können sich natürlich auch überschneiden und zu unterschiedlichen Zeiten und je nach Widmung und späterer Nutzung der Erinnerungszeichen ganz unterschiedlich hervortreten. Und all diese Dimensionen, und das ist jetzt zentral, drücken auch immer Interessen der beteiligten Akteure und Akteurinnen aus. So, wie kam es nun zu einem Wiener Denkmal und welche Erinnerungszwecke finden wir bei diesen? Im Juni 2005 lud die Stadt Wien zu einer Pressekonferenz, um die Öffentlichkeit über den Wettbewerb für ein Erinnerungszeichen zu informieren. Für die Umsetzung wurde die MA7 und die Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen, die WAST, beauftragt. 7 Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland wurden eingeladen, ein Mahnmal für die Opfer der NS-homosexuellen Verfolgung in Wien zu errichten. Bereits nach einem Jahr stand dann der Siegentwurf von Hans Kuppelwieser mit dem Namen der Rosa Platz fest. So dynamisch die Umsetzung des Rosa Platzes begann, so rasch kam es allerdings zu einem Ende dieses Projektes. Der Entwurf konnte aufgrund von städtebaulichen Auflagen nicht in der vom Künstler geplanten Form umgesetzt werden.
Dreieinhalb Jahre später, das war dann im Jahr 2009, wurde diese Realisierung aufgrund, Zitat, unlösbarer technischer Probleme, Zitat Ende, abgebrochen. Dieser rosa Platz war als 20 Meter langes, 20 Meter breites, seichtes Becken geplant, das mit rosa eingefärbtem Wasser gefüllt werden sollte. Vom linken bis zum rechten Rand sollte der Schriftzug queer oder quer, der auch als Steg dienen sollte, gezogen werden. Eine Betrachtung der Quellen verdeutlicht, dass anfänglich im Diskurs, der diese Errichtung umrankt, die Dimensionen Erinnern als Akt der Pietät, Erinnern als Akt der Anerkennung von politischer Schuld und Erinnern als Akt der Prävention zu finden sind. Neben der Forderung für einen Ort, um ein sogenanntes würdevolles Gedenken an die Opfer zu ermöglichen, also hier finden wir Erinnern als Akt der Pietät, wird die fehlende bzw. zu späte Anerkennung der Verfolgten als Opfergruppe und eine fehlende Entschädigung betont. Das ist Erinnern als Akt der Anerkennung von politischer Schuld. Darüber hinaus soll das Erinnerungszeichen auf gegenwärtige Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Liebe aufmerksam gemacht werden. Also ein Erinnern als Akt der Prävention. Und beispielhaft hier ist ein Auszug aus dem Künstlerstatement. Der Rosa Platz, Zitat, ist eine eigenständige Plattform und Fundament für die Zukunft aller, Klammer auf, sexuell, Klammer zu, Andersdenkenden. Das Projekt scheitert an technischen Gründen. Zusätzlich gab es auch Kritik am Objekt selbst, zum Beispiel der Verwendung des Wortes queer, eine Selbstbezeichnung, die es so einfach in den 1930er und 40er Jahren noch nicht gab. Auch wurde die Farbe rosa kritisiert, da sie auf männliche Homosexualität verweist und dementsprechend Frauen, die aufgrund homosexueller Handlungen verfolgt wurden, ausschloss. Nach diesem Scheitern des Rosa Platzes beauftragte dann die Stadt den Chör, also Kunst im öffentlichen Raum, für zunächst 5 geplante Jahre, insgesamt 4 temporäre Installationen für diese Opfergruppe umzusetzen. Und diese Projekte sind sehr gut auf der Website des Chörs dokumentiert und deswegen werde ich heute nicht darauf eingehen. Der Prozess für ein permanentes Erinnerungszeichen wurde im Herbst 2014 dann wieder aufgenommen, als das im Jahr 2009 gegründete Zentrum Queen mit der WAST, also der Wiener Antidiskriminierungsstelle, eine Fachtagung mit dem Titel Gedenken neu gedacht organisierte. Hierbei wurden Vertreter und Vertreterinnen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik und Kunst Raum gegeben, dieses Projekt neu und breit zu diskutieren. Das Zentrum Queen hatte mittlerweile mit der namentlichen Erfassung der Opfer und diverser Forschungsprojekte einen zentralen Beitrag beziehungsweise eigentlich die Grundlage für die Erforschung der Verfolgung von Homosexualität in Wien gelegt. Und dieses neu gewonnene Wissen prägte natürlich und veränderte auch die Diskussion um das Erinnerungszeichen. Zum Beispiel konnte man nun verifizieren, dass auch Frauen Opfer von NS-Verfolgung von Homosexualität waren, aber auch, dass Transpersonen nicht strafrechtlich verfolgt wurden. Das bedeutet natürlich keine Aussage und kein Urteil über diese Lebensqualität dieser Personengruppe. Auf der Tagung wurde sichtbar, dass die Wiener LGBTI-Community ganz unterschiedliche Interessen und Wünsche der Erinnerungszwecke betreffend haben. Fragen wie, soll das Erinnerungszeichen ein symbolisches Grabmal für die Opfergruppe sein? Soll es der gesamten strafrechtlichen Verfolgung nach § 129 1b erinnern, also von 1852 bis 1971? Soll es auch auf heutige strafrechtliche Verfolgung in anderen Ländern verweisen? So argumentierte zum Beispiel eine Aktivistin im Sinne der Dimension Erinnern als Akt der Prävention und forderte, Zitat Anfang, insgesamt ist es für mich schwierig, das Ganze auf die NS-Zeit zu reduzieren, da diese Verfolgung nach wie vor besteht. Es gibt noch immer Diskriminierung. In 8 Ländern steht Homosexualität unter Todesstrafe und in über 70 wird sie strafrechtlich verfolgt, Zitat Ende. Zunehmend begann sich auch innerhalb der Diskussion die Dimension Anerkennung von politischer Schuld zu verändern. So wurde zum Beispiel auf der Pressekonferenz 2005 auf die Nicht-Anerkennung homosexueller NS-Opfer im Opferfürsorgegesetz verwiesen, die es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gab.
Dieses Gesetz wurde dann ein paar Wochen später novelliert, wodurch in den Jahren, so ab 2014, eher darauf eingegangen wurde, dass eine Anerkennung viel zu lange dauerte und kein einziges Opfer entschädigt wurde. 2015 wurde erneut im Regierungsübereinkommen der Stadt Wien zwischen SPÖ und die Grünen die Errichtung eines Erinnerungszeichens festgesetzt. 2017 dann, 2 Jahre später, organisierte die WAS, die Wiener Antidiskriminierungsstelle, gemeinsam mit KÖR 2 sogenannte Open Spaces. Hier arbeiteten Vertreter und Vertreterinnen der LGBTI-Community sowie Experten und Expertinnen aus dem Kunst- und Gedenkkulturbereich Anforderungen und Details für die ganze Wettbewerbsauslosung. Und Anfang 2020 luden die WAST und der KÖR 8 Künstler und Künstlerinnen ein, einen Entwurf zu präsentieren. Aus diesem Wettbewerb ging dann der Siegerentwurf von Mark Quinn hervor, der im Juni 2020 dann schließlich auch der Öffentlichkeit präsentiert worden ist. Das von Mark Quinn entworfene Denkmal zeigt jeweils 2 aufeinanderliegende Hände. Das sind die Hände von 2 Frauen und von 2 Männern, die an den Handgelenken abgetrennt sind. Und diese Stellen sind dann auch verspiegelt und in ihnen können sich die Betrachter und die Betrachterinnen selbst und ihre Umgebung beobachten und wahrnehmen. In der Jurybegründung und im Künstlerstatement wird deutlich, dass in der aktuellen Phase des Prozesses zwar ein Fokus auf aktuelle Diskriminierungen von LGBTIs gelegt wird, hier finden wir so wieder diese Erinnerung als Akt der Prävention, aber verstärkt die Dimension Erinnern als Akt der Pietät in den Vordergrund rückt. Dies ist auch erkennbar in der Bezeichnung des Erinnerungszeichens. So wurde im Diskurs 2015 von den am Prozess beteiligten Akteuren und Akteurinnen vordergründig der Begriff des Mahnmals verwendet, der primär auf das Mahnen verweist, gegen Taten und Täter und Täterinnen, aber auch gegen zu späte Wiedergutmachung. Aktuell jedoch wird das Erinnerungszeichen als Denkmal bezeichnet. So auch im Titel Denkmal für die Männer und Frauen, die Opfer der homosexuellen Verfolgung in der NS-Zeit wurden. Nun zum Schluss. Ich habe heute erklärt, dass Erinnerungszeichen sogenannte Erinnerungszwecke erfüllen. Diese Zwecke machen auch immer Interessen der beteiligten Akteure und Akteurinnen sichtbar. Sie können unterschiedlich stark ausgeprägt sein, sie können miteinander in Konkurrenz stehen, sich überlagern, sich verknüpfen. Sie sind niemals statisch und können sich auch lange, lange nach Errichtung eines Erinnerungszeichens ändern oder verschieben. Diesen Wandel zeigt auch das hier diskutierte Beispiel. Welche Erinnerungszwecke das Wiener Denkmal zukünftig erfüllen wird, wird sich noch weisen. Der heutige Vortrag war lediglich ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Geschichte dieses Denkmals, das noch nicht ist.